Und war auch gut. Erstmal die Schuhe aus. Und dann setzen wir uns auf die Couch und dann sagt meine Frau so, jetzt gucken wir noch einen schönen Film. Dabei schläft sie dann ein. Wir haben schon zusammen 10-mal Titanic geguckt. Und meine Frau ist jedes Mal vorm Schiff umdrehen. Wenn sie dann wach wird, sagt sie, wie ist es aussehen? Es war ganz anders als bisher. Ich habe den Eisbär Schmied genommen und damit den Kentwischer Eisdiele aufgemacht. Und dann sagt sie, komm, wir gehen schlafen, das ist ja noch nichts mehr im Fernsehen. Sie kennen das ja alle, dann ist man noch so aufgedreht, dann schläfst du schon. Ja, schon 2 Stunden. Ist alles zu? Sind die Rollläden runter? Ich geh mal gucken, ich muss sowieso noch mal zur Toilette. Du warst letzte Nacht 3-mal auf, um zur Toilette zu gehen. Ja, wenn du nicht zählen würdest, könntest du besser schlafen. Dann kommt man zurück, dann ist alles zu, die Rollläden sind runter. Du warst eine halbe Stunde weg, um Pipi zu machen. Ach ja, Pipi wollte ich ja auch noch machen. Ich habe den Mülleimer rausgesehen. So, jetzt wird er wohl geschlafen. Ne? Hör mal, warum hast du die Füße aus dem Bett hängen? Die sind so kalt. Dann tust du da unter dem Bett hängen. Nee, ich will die kalten Dinger nicht im Bett haben. Bei Kurschmieden dreh dich nicht immer. Und hör auf, mit den Zähnen zu knirschen. Ach, die Zähne habe ich ja auch noch an. Die muss ich aber noch wegbringen. Weil ich immer, ich hätte von dem Mund. Bring die Zähne weg und dann komme ich wieder. Josef, ja, nimm meine mit. Setzen Sie wohl bitte in 2 verschiedenen Gläser. Ich war letztens mit deinen Zähnen im Aldi. Ich war mit deinen in der Apotheke. Die Apothekerin guckt mich an und sagt, Herr Beckers, mit den Zähnen Ihrer Frau sehen Sie viel jünger aus. Kann ich frei atmen? Gute Nacht, gute Nacht. Schlaf gut, ja, du auch. Ich liebe dich. Ja, das befürchte ich auch. Du machst mich immer noch wild. Ja, du auch. Klammer mich mal am Ohrläppchen. Dann mach ich wieder Zähne hoch.